Dann schauen wir uns heute mal eine ganz einfache Lösung an. Immer wieder kämpfen ja einige auch mit Videos. Ich auch, weil ich immer wieder mit englischsprachigen Videos Problemchen habe, weil ich werde jetzt zu schnell sprechen oder weil mein Englisch einfach nicht gut genug ist. So, wie können wir das lösen? Ich habe eine ganz simple Lösung jetzt mal für mich gefunden, die vielleicht den einen oder anderen von euch auch helfen kann. Aber gehen wir mal zur Ausgangsposition. Wir haben hier ein Video, schauen wir mal hier, das ist jetzt zum Beispiel auf School, Max Pearson, da geht es um einen Launch. So, was sagt der liebe To Max? how to scale your school community past seven figures and beyond. Let me explain. All right. Okay, ich verstehe mal nur Bahnhof. Gut, so, du hast die erste Option, du kannst die Untertitel einblenden, die werden aber meistens nur in der Originalsprache zur Verfügung gestellt. Das So heißt, here's what you get when you join the school mastermind. For gut, bringt mich persönlich jetzt auch nicht wirklich weiter. Aber was können wir tun? Wir gehen, ich schließe das hier jetzt mal, du gehst einfach hier im Browser in deine Einstellungen. Hier. Bei mir heißt das jetzt Bedienungshilfen, bei dir kann das auch heißen einfache Bedienung, leichtere Bedienung, wie auch immer. So, du hast hier mehrere Optionen. Die erste Option, du kannst dir generell bei jedem Video, das du dir anschaust, Untertitel erstellen lassen. Dafür kannst du Sprachen auswählen. Bevorzugte Sprachen für deinen Untertitel. Also du möchtest Untertitel in Englisch, in Deutsch, in Spanisch oder wie auch immer haben. Das hat aber jetzt nichts mit der Live-Übersetzung zu tun. Also deswegen mache ich es hier jetzt mal wieder aus. Sorry, mache es an natürlich, muss ich anmachen. Und du hast hier weiter unten die Live-Übersetzung. Diese einfach anmachen und dann die Sprache auswählen, deine Zielsprache. Also in welcher Sprache möchtest du die Live-Übersetzung haben? Du kannst hier, du siehst, alle diese Sprachen, das wird halt von Google zur Verfügung gestellt, ist nicht immer perfekt, aber um den Sinn eines Videos zu erfassen, ist es durchaus geeignet. So, ich stelle hier jetzt einfach mal auf Deutsch. Das kann ich jetzt wieder schließen, dürfte er gespeichert haben und dann gehe ich zurück zum Max. Gut, gehe nochmal auf die Seite vom Max, öffne das Video nochmal, starte das Video. $40,000 per month in just 8 months, and we will also show you how we've won the school games 3 times, and also we've helped 11 other people win the school games too in just 8 months. You will learn that. So, ich stoppe jetzt hier mal. Du siehst hier unten jetzt schon, es wird live übersetzt. Also unabhängig davon, ob du hier die Untertitel an oder aus hast, es wird live übersetzt. Directly from me and other school community owners, how to scale your community with proven. Du kannst das auch verschieben, wenn es dir da unten nicht gefällt, platzierst du das Ding einfach anfassen und wo es dir halt sympathischer ist. Also jetzt willst du es vielleicht da oben haben. Was auch cool ist, du öffnest hier und siehst hier die ganze Übersetzung. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal kurz laufen, damit du das siehst. Traffic conversion, engagement and retention systems. Because you're not only going to learn about me, but you're going to learn from all of the other school community owners that joined the mastermind as well. You will master how to structure. Okay, ist soweit klar. So, wie gesagt, du kannst die Untertitel, weil die verwirren dich jetzt vielleicht, nur ausschalten und die Geschwindigkeit erhöhen oder reduzieren. Also ich lasse den Max gern in der Originalgeschwindigkeit laufen, weil sonst verstehe ich genau gar nichts. Dann schauen wir noch mal, ob es jetzt auch noch funktioniert. Structure and sell low-ticket communities and high-ticket mass. Ja, tut es. So, und jetzt kannst du hier wieder einklappen, um wirklich den aktuellen Verlauf gerade mitzuerleben. Ja, ich denke, dass das für den einen oder anderen hilfreich ist. Der eine oder andere wird schon sagen, alter Hut, kenne ich schon. Aber wenn es nur für einen wirklich was bringt, dann freut es mich. Gerne ein Like da lassen und einen Kommentar mit Feedback würde mich total freuen. Okay, ihr Lieben, bis zum nächsten Tipp.